Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch erkennt sich gerade wieder? Man hat Zeit für alle, die jetzt nicht zur Uni können, in die Ausbildung können oder nicht zur Schule können. Man chillt zu Hause im Jogging-Look. Ich habe gestern Abstimmung gemacht und wirklich die meisten auf Instagram haben gesagt, sie chillen den ganzen Tag im Jogginganzug auf der Couch. Leute, nein, wir müssen das ändern. Ich hatte gestern selbst so einen Tag und habe mir gedacht, nein, so geht's nicht weiter. Ich bin unproduktiv, unzufrieden, unausgelastet. Jetzt mache ich einfach mal was für mich. Und deswegen habe ich einfach mal den Tag mit einer Haarmaske gestartet. Wie man sehen kann, hat meine Haare es auch mal wieder nötig. Ich habe die ja gerade erst frisch färben lassen. Dann ist das immer ganz gut, wenn man ja seinen Haaren etwas Gutes tut. Ich benutze hier tatsächlich die Haarmaske von Pomelo. Ich habe übrigens keinen Code. Die habe ich mal zugeschickt bekommen. Und ja, ist wirklich top. Also falls ihr das mal seht, lohnt sich. Also muss ich sagen. Auf jeden Fall gebe ich die in meine Haare und befestige die in so einem Dutt, denn ich habe mir gedacht, wenn die Haarmaske einwirkt, kann ich mir mal eben meine Sportsachen holen. Ja, wenn man richtig unmotiviert ist, sollte man erst recht Sport machen, weil man sich einfach so viel besser fühlen wird. Ich mache immer diese Workouts von Pamela Reif. Für alle, die sich fragen, wie sie diesen Plan finden, einfach bei ihr auf den Instagram-Account gehen und in den Highlights habt ihr da einmal so eine Bubble mit Workout-Plan. Und da findet ihr das. Einfach die Videos bei YouTube eingeben und Sport machen. Das hat einfach so gut getan. Ich bin jetzt richtig wach. Also ich muss ja ehrlich sagen, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass ich den ganzen Tag teilweise in so einem Gammelmodus bin, weil ich einfach so nicht richtig wach werde. Ich bewege mich ja kaum. Aber wenn ich mich echt hier zu Hause gefühlt vom Bett auf die Couch, auf den Stuhl, auf die Couch, in die Küche, auf das Sofa begebe, dann werde ich irgendwie gar nicht richtig wach. Deswegen, falls ihr auch so im Gammelmodus seid und aktuell sind ja eigentlich alle drin und müssen viel drin bleiben oder viele zumindest, in dem Sinne nochmal ein Danke an alle, die ja noch in Berufen arbeiten, die unterwegs sind oder die halt noch und die halt arbeiten müssen. Für die können wir wirklich gerade doppelt oder dreifach dankbar sein. Aber ich fühle mich jetzt richtig wach und werde jetzt erstmal unter die Dusche hüpfen. Meine Haarmaske ist natürlich jetzt auch perfekt eingezogen. Ich habe jetzt 30 Minuten oder 35 Minuten Sport gemacht. Ich hüpfe jetzt auf jeden Fall unter die Dusche und zeige euch mal, wie mein Beauty-Programm dann so weitergeht. So, das sind jetzt die Produkte, die ich jetzt unter der Dusche verwenden werde. Also ich habe hier einmal ein Shampoo, eine Spülung, die beiden teste ich gerade, habe ich ja mal in einem DM-Haul gezeigt, finde ich auch sehr gut, aber so komme ich gut mit klar. Dann, es wird mal wieder Zeit, sich etwas Gutes zu tun, benutze ich ein Peeling, das riecht mega gut. Dann natürlich noch eine Duschpflege mit Kokosnussöl, das ist hier so eine feste, habe ich noch gar nicht benutzt, werde ich mal testen. Und es ist ja bald Frühling, Sommer, also wird es mal wieder Zeit. Also ich glaube, danach fühle ich mich richtig refreshed. Nächster Schritt, Outfit raussuchen. Und damit meine ich keine Jogginghose. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich eine vernünftige Hose und ein richtiges Outfit zusammenstellt und nicht irgendwas, dass man sich produktiver für den Tag fühlt. Ich habe mir jetzt auch extra was Farbiges ausgesucht, so einen schönen gelben Pullover. Weil ich immer das Gefühl, dann ist man irgendwie auch ein bisschen motivierter, als wenn es so komplett schwarz ist. Und es ist ja auch draußen super sonnig, wie man hier sieht. Deswegen passt das auf jeden Fall. Und also schwinge ich mich jetzt mal in die Klamotten. Das Beauty-Programm geht weiter. Wir kümmern uns um unsere Haut. Was ich nämlich auch sehr empfehlen kann, ist, sich mal Zeit zu nehmen für eine Gesichtsmaske. Ich benutze da immer das, was ich noch zu Hause habe. Also ich habe so eine ganze Sammlung an Masken. Ich hatte erst überlegt, eine Peel-Off-Maske zu machen, so eine tiefenreinigende. Aber meine Haut ist insgesamt eigentlich sehr, 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 sehr trocken aktuell. Ich glaube, das ist, weil es wieder ziemlich kalt draußen geworden ist und die Heizung wieder angesprungen sind. Deswegen nutze ich jetzt hier so eine für trockene Haut, soll Feuchtigkeit spenden. Ich muss sagen, dass ich echt viele Masken zu Hause habe, die gar nicht so zu meinem Hauttyp passen. Ich glaube, die werde ich mal bei Verlosungen reinmachen. Genau, deswegen werde ich jetzt die auftragen. Und auch noch so Eyepatches, die habe ich immer im Kühlschrank stehen. Die sind hier von Pixi, die habe ich mal zugeschickt bekommen. Die finde ich aber mega, weil, ich kann euch mal zeigen, da bekommt man richtig was für sein Geld. Da sind nämlich richtig viele drin. Also ich trage die jetzt direkt hier mal auf. So sieht das Ganze jetzt aus. Die sind wirklich super. Ich kann euch die gerne mal unten verlinken, weil ich finde es cool, dass man da echt so viele für sein Geld bekommt. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Steht das da drauf? Ja, 30 Anwendungen, also praktisch 60 von diesen Patches. Das finde ich mega gut. Also sie soll natürlich so ein bisschen dafür sorgen, dass die Augen so ein bisschen abschwellen, falls man da Probleme hat. Und durch das Kühlende, ja, finde ich, fühlt sich das auch einfach richtig erfrischend an. Maske ist drauf, Eyepatches wirken auch ein. Und jetzt werde ich die 15 Minuten nutzen. Ja,
mich um meine Nägel zu kümmern. Ich schäme mich dafür. Ich glaube, alle, die jetzt gerade halt Acrylnägel haben oder Gelnägel haben, haben das gleiche Problem. Die wachsen raus. Und ich muss sagen, hätte ich geahnt, dass alle Läden zumachen, wäre ich nochmal hingegangen. Aber ich habe nicht damit so gerechnet, beziehungsweise war dann halt auch selber so, muss das jetzt sein? Gehst du da jetzt hin? Und ja, ist halt aktuell eine schwierige Zeit, deswegen versuche ich jetzt das Beste draus zu machen. Mir sind tatsächlich schon die kleinen Finger so ein bisschen abgebrochen, beziehungsweise der Nagellack ist komplett abgesplittert. Ich werde jetzt einfach ein bisschen feilen und auf den kleinen Nagel, weil da ist ja gerade keine Farbe drauf, diesen hier drauf machen. Der ist von, ich weiß gar nicht, was die Marke ist. Ja, kenne ich nicht. Nails Ink oder so. War mal in der Glossy Box drin. Aber ich finde die Farbe ganz cool, so sommerlich und so. Und meine Fußnägel, Leute, ich will euch meine Füße nicht zeigen, ne? Aber das sieht so schlimm aus. Da schäme ich mich für. Da werde ich jetzt den kompletten alten dunkelroten Nagellack abmachen. Und dann kommt auch der hier darüber. Ich habe wieder halbwegs frische Fingernägel und schöne Fußnägel, immerhin. Und jetzt werde ich hier mal die Gesichtsmaske abwaschen. Und dann unbedingt mir was zum Frühstück machen. So, bevor das Frühstück geht, habe ich mich noch schnell dazu entschieden, doch noch ein kleines Make-up zu machen. Auch das ist ein Tipp, wenn ihr produktiv sein wollt, euch wirklich komplett fertig machen. Also ihr müsst euch jetzt ja nicht irgendwie komplett schminken mit Fake Lashes und keine Ahnung was, wenn ihr das sonst auch nicht macht. Aber so, als würdet ihr zum Beispiel zur Arbeit gehen, in die Ausbildung gehen, zur Schule gehen. Gut, wenn ihr natürlich so in die Schule geht, dann bleibt auch einfach so. Hauptsache ihr fühlt euch wohl, aber ihr wisst, was ich meine. Macht euch so fertig, wie ihr euch normalerweise für den Alltag auch machen würdet. Genau, deswegen schnipse ich jetzt und ihr habt mein Alltags-Make-up schon oft gesehen, deswegen let's go. Tada! So, mein Pony macht gerade, was er will. Ich hatte den ja so hochgeklemmt. Aber ich versuche auch immer meine Haare jetzt zu stylen. Einmal, weil ich sie ja auch nicht so oft wasche. Das ist übrigens ein Thema, das ich nochmal auf Instagram ansprechen wollte, weil das da auch mal ganz viele interessiert. Ich wasche ja eigentlich nur einmal die Woche meine Haare und habe sie daran gewöhnt. Und ich habe auch noch einen Shampoo, was ich euch zeigen wollte, was, denke ich, vielen helfen kann, weil bei mir ist das eigentlich mittlerweile egal. Meine Haare halten auch so eine Woche durch. Oh Gott, mein Pony, der muss ich jetzt noch ein bisschen flach legen, weil er ja so hoch war. Und jetzt mache ich mir wirklich Frühstück. So, bei mir gibt es jetzt endlich Frühstück. Heute gibt es bei mir Carrot Cake Porridge mit Erdnussbutter, Kokosflocken, Erdbeeren und Blaubeeren. Genau, sieht super lecker aus, schmeckt auch mega gut und ist richtig, richtig gesund. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut unbedingt bei meinem nächsten Video vorbei. Da kommen nämlich meine aktuellen Lieblingsfrühstücksrezepte. Ich lasse es mir auf jeden Fall jetzt schmecken und werde gleich noch ein bisschen den Tag planen und euch dann zeigen, wie man dann sozusagen auch weiter produktiv ist. So, ich habe mir jetzt nach dem Frühstück noch ein bisschen Zeit genommen, um einfach mal eine Woche zu planen. Also ich denke, den meisten geht es gerade so, die Zeit haben aufgrund der aktuellen Situation. Also mir geht es ja auch so, dass alle meine Hobbys, wie zum Beispiel Gesang oder das Fitnessstudio hat natürlich zu. Die Sachen fallen alle weg und das waren auch so, muss ich sagen, im Alltag so meine, ja, Stützpunkte, um meinen Alltag zu organisieren, weil ich dann immer eine Zeit hatte, wo ich irgendwas geschafft haben muss, wo ich weiß, okay, bis dahin muss ich das erledigt haben, wenn ich was schaffen will, weil abends um 10 will ich auch nicht mehr irgendwie noch ein Video schneiden müssen, sondern dann mache ich das halt dann, weil ich es will, aber ich versuche halt schon, so einen möglichst normalen Alltag zu haben. Und jetzt fallen halt auch so meine Stützpunkte weg. Deswegen habe ich versucht, meine Woche so ein bisschen neu zu organisieren. Ich habe das jetzt einfach mal so eingeteilt für eine Woche. Ich denke, das reicht auch, weil weiterplanen finde ich immer schwierig. Es sei denn, man hat feste Termine. Und dann habe ich es eingeplant in Essen, die Kategorie. Also was bei uns jeden Tag zum Mittagessen auf den Tisch kommt. Denn wir versuchen natürlich auch aktuell nicht ständig einkaufen gehen zu müssen. Ich finde es allgemein besser, wenn man einen Plan hat. Ich plane immer nur so für 3-4 Tage, muss ich ehrlich sagen, weil ich nie weiß, worauf ich dann Appetit habe. Dann habe ich natürlich für mich Videos, weil das natürlich das ist, was ich mache. Es gibt ja aktuell 3 Videos die Woche und da habe ich alles eingetragen für die nächsten Tage. Dann auch noch meine Story und Foto, falls ich irgendwas hochladen möchte, weil da versuche ich auch eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und die letzte Spalte, auch die größte, ist meine To-Do-Spalte. Da habe ich jetzt auch für die nächsten 3 Tage ein bisschen so geplant, was ich so vorhabe. Heute zum Beispiel dieses Video drehen, dann steht gleich noch Steuern auf dem Plan. Ich muss Kassenzettel sortieren bzw. auch kopieren und TikToks drehen. Wenn ich schon mal fertig gemacht bin, dann drehe ich auch TikToks. Also folgt mir super gerne. Das ist auch gerade so eine Sache, die ich richtig, richtig gerne mache, wenn ich halt Zeit habe und einfach ja richtig Spaß dran habe.
Genau, und so ist es für die nächsten Tage jetzt auch aufgebaut. Also es ist ein richtiger Wochenplan, ein DIN A3-Zettel. Und ich finde es eigentlich schön, wenn man die Zeit jetzt ein bisschen nutzt. Ich glaube, viele haben auch schon diese Videos gesehen, dass man diese ganze freie Zeit jetzt vielleicht auch ein bisschen nutzen kann, um einfach mal zu sich zu finden, was für sich zu tun. Also ein bisschen Me-Time, ein bisschen Self-Care wie heute, was ich so betrieben habe, mich erstmal wieder ein bisschen restauriert. Ja, ich versuche auch immer an allen was Positives zu sehen. Für mich ist die Situation auch täglich irgendwie anders, wie ich sie empfinde, mit dieser, sagen wir mal, gezwungenen Zeit zu Hause. Einerseits bin ich schon produktiv, weil ich immer noch YouTube und Instagram und so habe, aber andererseits, klar, fehlt mir mein Alltag, gar keine Frage. Aber ja, wie gesagt, ich versuche das Positive zu sehen und glaubt mir, wenn man sich erstmal fertig macht und ein bisschen was für sich tut, ist man viel, viel produktiver und abends kann man erstmal besser schlafen, weil man natürlich ein bisschen was getan hat. Man ist ja sonst seinen Alltag gewöhnt. Und zweitens hat man dann nicht das Gefühl, dass man so Zeit im Leben verschwendet hat. Weil wenn ich den ganzen Tag gar nichts mache und auf der Couch hänge, dann denke ich mir abends, bin ich richtig unzufrieden mit mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!